Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute auf Antrag der Grünen den Tierschutz in Deutschland. Das ist, soweit sind wir uns wohl alle einig, ein wichtiges Thema. Keiner will leidende Tiere in Deutschland und in Europa. Ich bezweifle allerdings, ob Ihr Antrag tatsächlich einen Beitrag leistet, das Tierwohl und die Tiergesundheit in Deutschland zu verbessern. Sie fordern zum Beispiel ein Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen. Davon geht es leider keinem einzigen Tier besser. Dadurch wird nur mehr Bürokratie geschaffen. Die Landratsämter haben bereits alle Hebel in der Hand, um Fehlentwicklungen im Tierschutz zu verhindern. Als Landwirtschaftsmeister habe ich Sachkunde in der Ausbildung erhalten. Ich habe 40 Jahre einen Selbstrinder im Allgäu gehalten. Ich weiß also, wovon ich rede. Für mich war dabei immer wichtig, dass es den Tieren gut geht und dass sie gesund sind. Meiner Erfahrung nach hängt der nachhaltige Erfolg eines Betriebs nämlich entscheidend davon ab, dass das Wohl des Tieres gewährleistet ist. Das Thema Tierwohl ist dabei hochkomplex. Deswegen bin ich auch dagegen, die Anbindehaltung bei Rindern pauschal zu verteufeln. Anbindehaltung mit Weide und/oder Laufhof kann eine gute Alternative zu Laufstellen sein. Bei mir im Stall hatte jedes Rind seinen Platz und war auf der Weide. Das gefährdet aus meiner Sicht nicht das Tierwohl. Vielmehr sind die Rinder froh, ihren eigenen Bereich zu haben und geschützt zu sein vor dominanten Tieren und müssen nicht enttarnt werden. Meine Tiere haben noch alle Hörner. Beim Thema Kennzeichnung hingegen bin ich auch der Auffassung, dass eine solche durchaus Sinn machen kann. Mit den QS- und QM-Standards haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht. Klar ist dann aber auch, dass die Kennzeichnung nicht nur Produkte aus Deutschland erfassen darf, sondern auch importierte Fleisch- und Milchprodukte umfassen muss. Ich denke darüber hinaus auch, dass wir langfristig ein Umdenken in der Tierzucht sehen müssen. Weg von kurzfristigen Leistungssteigerungen in der Zucht hin zu einer konstanten und insgesamt längeren Lebensleistung der Tiere. Sie beklagen schließlich einen angeblichen Stillstand im Bereich Tierschutz. Das ist nun schlichtweg falsch. Die Cross-Compliance-Regelungen in der GAP werden fortlaufend strenger. Viele gute und wichtige Projekte sind außerdem auf den Weg gebracht worden. Es gibt zahlreiche Forschungsprogramme, welche die Verbesserung des Tierwohls und der Tierzucht zum Ziel haben. So wurde seit 2006 in der Bundesrepublik Deutschland 117 Projekte im Bereich der Nutztierhaltung mit über 80 Millionen Euro gefordert, die das Tierwohl und die Tiergesundheit noch weiter verbessern sollen. Aktuell wird unter anderem die Entwicklung neuer Tierwohlindikatoren und von neuen Haltungssystemen gefordert. Neben diesem wichtigen Forschungsansatz wirken wir auch auf der Regelungsebene auf Verbesserungen hin. Auf europäischer Ebene setzen wir uns für tierspezifische Richtlinien in Bezug auf die Haltung ein, welche einzelne Besonderheiten bestimmter Gattungen besser erfassen können. Außerdem wollen wir das europäische Tierrecht weiterentwickeln, indem wir unter anderem die Tiertransportverordnung, die Tierschutz-Schweinehaltungsrichtlinie ändern. Dieser ganzheitliche und auf ganz Europa zentrierte Ansatz ist aus meiner Sicht das einzig Richtige. Tierschutz darf nicht an der Grenze aufhören. Und wir gelangen nur dann zur wirklichen Verbesserung, wenn diese in der gesamten Europäischen Union standhaben. Ansonsten schaffen wir Wettbewerbsnachteile für deutsche Betriebe, die letztlich nur zu einer Verlagerung der Nahrungsmittelproduktion ins Ausland führen. Ich erinnere nur an das Verbot der Käfighaltung. Das kann nicht Ziel einer nachhaltigen Tierschutzpolitik sein. Schließlich müssen die bereits bestehenden Regeln auch durchgesetzt werden. Beim Vollzug sind nun mal vor allem die Länder und besonders auch die grün mitregierten Bundesländer gefordert. Hier darf man es sich nicht einfach machen und die Verantwortung einseitig auf den Bund abschieben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Abschließend möchte ich noch klar sagen, dass wir viele Betriebe haben, die trotz des massiven Preisdrucks hervorragend arbeiten und alle Standards einhalten. Das ist nicht einfach. Wir sollten unseren Bauern und Bäuerinnen deshalb
nicht nur zwei Tage vor dem Erntedanken, sondern das ganze Jahr anerkennen, mit welch hochwertigen Lebensmitteln Sie unsere Verbraucher in der Bundesrepublik Deutschland versorgen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Friedrich Ostendorf für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.